Ich schau, Christel macht blau. Einen schönen guten Tag zu einer neuen Episode Christel macht blau. Ja, wo wir gerade bei Farben sind. Grün. Grün ist die Farbe der Hoffnung. Und wir hoffen jetzt natürlich im folgenden Zusammenschnitt, dass der Goslarer Sportclub gegen die Zweitvertretung des Hamburger Sportvereins Punkte sammeln konnte. Schaut es euch einfach mal an. Viel Spaß. Zusammen mit unseren zahlreich mitgereisten Fans begrüße ich euch aus dem Edmund-Plambeck-Stadion in Hamburg-Norderstedt. Und auch unser Haus- und Hoffotograf Uwe Epping war natürlich zugegen. Vor 171 Zuschauern sehen wir das Spiel der Hamburger Zweitvertretung gegen unseren Mann aus der Kaiserstadt. Die Platzverhältnisse waren bescheiden, wie man hier am unteren Bildrand erkennen kann. Springen wir gleich zum ersten Tor. Katastrophaler Fehlpass jetzt. Der Hamburger in den Lauf von Terzi Karabulut, der Justin Eilers schickt und dieser in unnachahmlicher Manier das Leder links unten unterbringt. Ja, wundervoll. Ein klassischer Eilers mit seiner Einwechslung wurde das Spiel der Goslarer wieder belebt. Wir sehen das hier nochmal. Teschan setzt sich schön durch gegen seinen Gegenspieler, hat dann das richtige Auge. Es war kein Abseits, auch wenn die Hamburger das hier teilweise reklamieren. Ja, und schon steht es 0:1 aus Hamburger Sicht. Ein Freistoß der Hamburger, nur ein paar Minuten später, wird weggefaustet von Nico Launstein, der tadellos blieb. Kopfballverlängerung von Moslehe. Eilers mit dem richtigen Auge, mit dem schönen Pass in den Lauf von Moslehe. Der umspielt den Torwart und trifft das leere Tor, auch wenn die Nummer 7 aus Hamburg das schon fast nicht glauben mag. Es steht also kurz vor Schluss 0:2 aus Hamburger Sicht in Norderstedt. Wir sehen jetzt hier gleich nochmal die Wiederholung. Wunderbar, mit viel Gefühl in den Lauf von Marcin gespielt. Und der nach seiner 5. gelben Karte wegen Meckerns einiges wieder gut machen wollte, hat er sich gedacht, mache ich das am besten, indem ich ein Tor schieße. Und das kann er am besten. Ja, sehr zur Freude unserer Fans, die unserer Mannschaft dann auch eine ordentliche Humba präsentierten, wo unsere Jungs natürlich auch schön mitgemacht haben. Wunderbare Bilder hier aus Hamburg-Norderstedt. Und was der Trainer, der Hamburger, dazu zu sagen hat, das hören wir uns ungefähr jetzt an. Bei uns der Trainer, der Gastgeber, Herr Cardoso. Herr Cardoso, auf dem Feld Ihre Mannschaft überlegen, mehr Ballbesitz, mehr Chancen. Woran hat es im Endeffekt gelegen, dass es dann noch nicht geklappt hat? Ja, ich glaube, das unbedingt das Spiel zu gewinnen wollen, hat er gefehlt. Ich glaube, eine oder andere Reaktion, wo wir gute Möglichkeit gehabt haben, irgendwo Tor zu machen, aber wenn nicht konsequent genug. Und in einer ganz wichtigen Phase von dem Spiel, in der zweiten Halbzeit, man spielt einen Querwald durch die Mitte, ohne Druck, ohne gar nicht. Und solche Fehler will man in dieser Liga schnell bestrafen. Und danach, okay, die Mannschaft hat 1:0, hat sie ein bisschen hat versucht, wieder zu kämpfen, aber man ist so, dass man bei jungen Mannschaften ist immer so, wenn er zurückstehen, ist es immer schwieriger, ins Spiel reinzukommen. Ne? Und durch die letzten paar Spiele, wo wir auch verloren haben, das kommt ein bisschen Unsicherheit in die Mannschaft. Man hat gespürt, danach war nicht mehr so zu machen. Ne? Da haben wir versucht, aber waren keine klaren Aktionen, wo wir einfach, wenn mir das okay, hätte mir einen Punkt verdienen. Klar, hätte mir einen Punkt verdienen, mindestens. Ne? Aber wie gesagt, solche Fehler werden schnell bestrafen und so war heute der Fall. Ich glaube, das war was die Gegner erwarten. Ne? Einen Fehler von uns haben genutzt und so gehen wir nach Hause mit leeren Händen. Mein Trainer, herzlichen Glückwunsch zum verdienten Auswärtssieg hier in Hamburg-Norderstedt. Vielleicht ein, zwei Worte zum Spielverlauf und warum wir dann letztendlich nach zeitweise überlegenen Hamburgern dann doch gewonnen haben. Ja, das war klar, dass das so kommen würde, dass die Hamburger viel Ballbesitz haben werden. Das haben wir auch bewusst so in Kauf genommen. Die Mannschaft hat das taktisch hervorragend gelöst. Wir haben das dementsprechend trainiert die Woche, wie wir uns gegen den Ball zu verhalten haben. Das hat jeder einzelne Spieler fast perfekt gemacht. Und ich habe in der Halbzeit noch gesagt, 0:0, optimales Ergebnis zur Halbzeit. Räume werden sich öffnen und wir werden das Spiel gewinnen. Und das ist auch so passiert. Hätte, glaube ich, nachher sogar noch viel deutlicher
für uns ausgehen können, aber wir wollen nicht meckern. 2-0 auswärts ist ein tolles Ergebnis. Sehen Sie das trotzdem jetzt, also diesen Sieg auch als Bonuspunkte an? Ja, selbstverständlich. Es ist weiter eine Entwicklung dieser Mannschaft. Und das ist ja das, was wichtig ist, dass man sieht, dass die Mannschaft auch Schritt für Schritt immer besser wird. Auch jetzt heute mal zu Null gespielt. Ich habe der Mannschaft vor dem Spiel schon gesagt, wir werden in der Rückserie, bin ich sehr zuversichtlich, noch viel mehr Spiele zu Null auch haben, weil dann die Automatismen noch mehr greifen werden. Und nach vorne haben wir eh auch eine durchaus gute Regionalliga-Qualität. Ihr fragt euch sicherlich, warum ich in unserem Mannschaftsbus sitze. Juhu, das hat nämlich was damit zu tun, dass wir euch heute mal eine Person vorstellen möchten, die im Hintergrund beim Goslarer Sportclub arbeitet, und zwar unseren Busfahrer Marco. In der heutigen Folge wollen wir einmal genauer beleuchten, und zwar die Menschen, die im Hintergrund des Goslarer Sportclubs arbeiten. Das sind nämlich ganz schön viele, und wir fangen heute mit einem der wichtigsten Mitarbeiter, wenn man das so nennen möchte, an. Und zwar mit Markus, unserem Busfahrer. Folg mir, Danny, mit der Kamera. Professionelles Fernsehen. So, ja, Markus. Hallo, Christel. Hallo, Markus. Wir sind ja schon des Öfteren durch die Gegend gefahren, haben einige Kilometer zusammen abgeritten. Jetzt erstmal die Frage, was mich und auch die Leute hoffentlich zu Hause interessiert. Wie bist du überhaupt dazu gekommen, Busfahrer für den Goslarer Sportclub zu sein, zu werden, zu leben? Und zwar bin ich dadurch dazu gekommen, weil der Stefan Franz heute krank geworden ist und ich bin dann sozusagen da reingerutscht und es macht mir eine Menge Spaß. Das wäre auch meine nächste Frage gewesen, ob es dir denn überhaupt Spaß macht. Gibt es so ein, zwei kuriose Dinge, die jetzt schon passiert sind? Wie lange machst du es überhaupt schon? Wenn ich das mal genau wüsste, ich glaube, das müssten 1,5 bis 2 Jahre schon mittlerweile sein. Und Kurioses, gibt es eigentlich nicht so viel. Oder gar nicht eigentlich. Wir sind bisher immer pünktlich gewesen, das zählt für mich, sage ich jetzt mal. Und die Mannschaft ist immer fröhlich und das ist viel wert. Was wäre denn dein größter Albtraum jetzt im Zusammenhang mit diesem wunderschönen Bus der Marke Setra? Könnte auch Mercedes sein oder baut MAN Busse? Egal. Natürlich. Ja, wir dürfen hier keine Werbung machen von Partnern, die nicht autorisiert sind. Ja, jetzt habe ich die Frage vergessen. Das Schlimmste, was mir passieren würde, wir würden Spiel verpassen, weil wir nicht pünktlich ankommen durch Stau oder weil der Bus kaputt gegangen ist. Das wäre für mich also das Horror-Szenario hoch 3. Und jetzt gib mal einen Tipp ab, wo endet die Mannschaft? Klassenerhalt ist drin, oder? Klassenerhalt auf jeden Fall. Ich sage mal Mittelfeld. Das wäre also super schon und ich glaube, das wäre auch ein großes Ziel für die Mannschaft. Aufstieg, das wäre zu viel und gutes Mittelfeld, das wäre genau das Richtige, glaube ich. Dann danke ich dir, Markus. Vielen Dank, dass du dir kurz Zeit genommen hast vor dieser schönen Kulisse deines Busses. Ja, und demnächst wird es mal wieder was über einen Mitarbeiter im Hintergrund des Goslarer Sportclubs geben. Vielen Dank. Ich gebe zurück zu Christel ins Studio. Meine Mama hat immer gesagt, das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen. Man weiß nie, wann Christel macht blau zu Ende ist. Ich schon, nämlich genau jetzt. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns. Ciao. Möchten, die im Hintergrund beim Goslarer Sportclub arbeitet, und zwar unseren Busfahrer Marco. Jörg Fenker, stupf sie mal an.